Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anderes. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr, weil dann kommen noch die Bankgebühren dazu. Liebe Anaida, ich grüße dich. Dieses Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop ändert sich nichts, gar nichts. Und das bedeutet, so war die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist dein Seelenplan und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Hier möchte ich die beiden Mondknoten erwähnen, weil da hast du karmischen Themen. Diese absteigende Mondknoten heißt Ketu, das ist die Drachenkörper. Da hast du Erinnerungen. Hier in diesem Bereich hast du karmischen Erfahrungen schon gesammelt. Das ist die Schütze-Energie und das heißt Reisen, Bewegung, Sport, Ausland. Und dann kommt die dritten Lebensbereich dazu, dich durchsetzen, dich zu behaupten. Dann viel Informationen, Austausch mit Verwandten, mit Bekannten, Kontakte, Schulungen, Bildung, all das ist für dich bekannt. Dann kommt noch die Neptun-Energie dazu. Hier kannst du deine Träume verwirklichen und Schulungen machen oder das anbieten oder unterwegs sein in Medien, im Internet, ein Austausch von Informationen. Da kannst du deine Kreativität leben, deine Träume verwirklichen, vorausgesetzt ist, du glaubst daran. Die aufsteigende Mondknoten oder Rahu, das ist die Drachenkopf, das fehlt, das, was die Seele sucht. Die Richtung ist Ausland, Auslandskontakte und das entspricht deinen Gefühlen, weil Mond ist hier in den Zwillingen, einen höheren Bewusstsein zu haben. Diese Reise ist auch eine innere Reise, Spiritualität, Richtung Glauben, Glauben, deine Vorstellung, Glauben an dir selbst oder eine religiöse Richtung, eine spirituelle Richtung und auch Verbindung zum Reisen, zum Ausland. Diese beiden Mondknoten, die bewegen sich auch und lösen auch etwas Karmisches im Horoskop aus. Zurzeit bewegt sich genau in dem Punkt, wo in dein Geburtstag auch war, beziehungsweise das bewegt sich, also es gibt einen gewissen Spielraum, aber die gleichen Themen hast du zurzeit, so wie das im Geburtshoroskop auch ist, weil Ketu, diese absteigende Mondknoten, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch hier im Schütze und Rahu, diesen Drachenkopf, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch hier in Zwillingen und das ist der gleiche Bereich, Lebensbereich, wo das im Geburtshoroskop auch ist. Unserem Planet Erde bewegt sich in dein Geburtstag hier im Jungfrau. Gaia symbolisiert die Erde und das heißt hier bei Jungfrau-Energie, du brauchst hier eine Heilung und Reinigung, einen Reinigungsprozess und da manifestiert sich etwas. Und das heißt die tiefe Geheimnisse des Lebens forschen. Jungfrau ist klug, analytisches Denken, da kannst du einiges entdecken. Außerdem zeigt hier Rückzug. Wenn du
etwas im Hintergrund betrachtest und zurückhaltend bist oder immer wieder zurückziehst, dann hast du die Ruhe, die Sicherheit. Für dich ist das auch eine Heilung und dann kommst du zu großartigen Ideen und dann manifestiert sich das alles. Du hast auch Heilenergie. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch, wobei bei Sonnenbewegung muss ich das genau beschreiben. Die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und wir starten jetzt mal. 1. Mai, Sonne zeigt die Monatsthemen. Und das sind jetzt gerade wichtig, weil da fließt die Lebensenergie und das ist immer wieder. Und das bedeutet Begeisterung, Neuanfang, Kraft und Mut. Und die Themen sind hier Liebe, Partnerschaft. Uranus ist auch hier immer wieder, bleibt auch einige Zeit, einigen Jahre bleibt Uranus hier im Widder. Und Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und das trifft die liebe Partnerschaft und dann kommt bei dir auch ein Neuanfang. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie können wir uns wehren, können wir uns behaupten. Mars ist im Stier. Und das bedeutet, diese Stierenergie, bewahre die Ruhe, genieße den Tagen, so bleibst du in Kraft. In Ruhe liegt die Kraft. Außerdem ist das im 8. Lebensbereich und das heißt, hier hast du die Wandlung, die Erneuerungsprozesse. Verabschiede von allem, was deine Kraft raubt. Mars ist männlich, hat auch mit männlichen Person oder Personen zu tun, bei dieser Bewegung, was man Transit nennt, hast du Begegnungen mit Männern, das kann dein Partner sein, dein Wunschpartner, kann aber auch anderen männlichen Personen sein, wie ein Beamter oder ein Handwerker oder ein netter Nachbar oder jemand vom Verwandten oder ein Kollege. Hier hast du diese Mars-Energie. Im 8. Lebensbereich. Jupiter vergrößert etwas, schenkt uns Optimismus. Jupiter ist der große Glücksplanet, bringt Glück in unserem Leben. Momentan ist noch rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet, das bremst ein bisschen die Chancen, Möglichkeiten oder das Glück. Aber bedeutet auch Vergangenheit. Schau zurück in die Vergangenheit. Versuch da noch aufräumen, Heilung reinbringen oder trennen von etwas. Das kann auch Gefühlen sein wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Jupiter steht auch zum Gerechtigkeit. Also durch Jupiter-Einfluss kann auch eine rechtliche Angelegenheit handeln. Jupiter bewegt sich in Skorpion. Natürlich ist wichtig, hier die Skorpion-Energie auf die Gefühle achten, von negativen Gefühlen verabschieden wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl oder Wut und übergehen auf die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Das ist hier Skorpion, die Transformation und auch auf dein Werte achten. Dein Selbstwertgefühl, die zweite Lebensbereich steht zum Werte und sagen, ich bin wertvoll, mir steht das zu, es ist nicht nur die Finanzen, sondern wertvolle Dinge im Leben, was du hier in Besitz nehmen sollst, aber handelt sich auch um Geld. Und durch diesen Jupiter-Einfluss hast du Glück in Finanzen, auch wenn das momentan noch gebremst ist, aber irgendwann dreht sich Jupiter um, bewegt sich in andere Richtung, das wird noch ein paar Monate dauern, aber dann hast du diese Chancen, etwas zu gewinnen.
Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma und möchte etwas in Form zu bringen. Saturn bewegt sich im Schütze. Und belehrt dich. Und hier im dritten Lebensbereich ist die Schule des Lebens, dich zu behaupten, dich zum Durchsetzen. Hier hast du auch Pluto. Beide Planeten, auch Saturn, auch Pluto, ist momentan rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit oder karmische Themen. Bei Pluto-Energie handelt sich alles oder nichts. Wo du dann sagst, ich habe diese inneren Kraft, jetzt behaupte ich mich alles oder nichts. Und du hast einen ganz besonderen Bezug zum Pluto, weil in dein Geburtshoroskop ist Pluto auf den Aszendent. Also du hast einen persönlichen Bezug auch zum Jupiter. Das ist das Glücksplanet und bringt Glück in dein Leben. Und Pluto, das ist dein Macht. Diese inneren Kraft, diese Überzeugungskraft, alles oder nichts. Und die Konzentration, konzentriere auf den Wesentlichen. Und Pluto zeigt, alles andere ist uninteressant, es raubt nur Kraft, Energie und Zeit. Neptun lässt unsere Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben das. Und das ist im Wassermann. Und das heißt, deine Ideen verwirklichen, deine Kreativität. Neptun ist auch der Planet der Künstler. Und in dein Geburtshoroskop ist Venus hier. Das ist auch deine Kreativität. Aber Venus bedeutet auch Liebe. Natürlich, das sollst du auch leben. Also glaub an diesen Traum. Venus, diese Venus-Bewegung, löst aus, dass wir bei Venus Einfluss verschönern etwas oder sind wir kreativ oder lieben wir die Liebe. Bedeutet auch Weiblichkeit, dass wir etwas verschönern, ein neuer Haarschnitt oder Kosmetik oder ein neues Kleid, aber auch verschönern etwas zu Hause oder im Arbeitsplatz. Venus bringt auch Frieden und Harmonie. Venus ist die Liebesplanet, also handelt sich auch Themen wie Liebe, Partnerschaft. Aber weil Venus weiblich ist, bedeutet bei diesem Bewegung auch Begegnung mit anderen Frauen oder anderen Frauen. Venus befindet sich in Fischen und hat einen Einfluss auf deinen Alltag und auf deine berufliche Situation. Venus steht auch für Kreativität, steht auch für Selbstständigkeit. Jetzt wäre der Zeitpunkt zum Beispiel mit dieser Venus-Energie die Selbstständigkeit gründen. Nicht nur Venus ist hier, sondern auch Merkur und Mond. Und bei Merkur handelt es sich um Handlungen und Verträge und Termine. Und Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Durch Mondenergie kann auch kleineren Veränderungen sein. Mond hat auch einen Einfluss auf unsere Stimmung, auf unsere Gefühle. Und das erlebst du im Alltag, in Arbeit. Und Gesundheit gehört auch dazu. Mond ist die Empfängnis. Du empfängst gerade etwas. Also du musst nichts in Bewegung setzen, sondern bleib im Vertrauen, es kommt etwas auf dich zu. Kannst du beruflich etwas verändern, verbessern? Mond ist nicht nur die Empfängnis, sondern zeigt auch Mütterlichkeit, mütterliche Gefühle, Fürsorglichkeit, aber auch Mutter und steht in Bezug zu deiner Mama. Sonne symbolisiert der Vater oder Chef und Mond symbolisiert die Mütterlichkeit und Mutter. Das kann auch ein Thema sein. 2. Mai steht Mond mit Venus hier in Verbindung und die wirken zusammen. Die treffen sich und wirken sich zusammen. Thema ist Liebe, Partnerschaft und das hat einen Einfluss auf die Gefühle. Das beeinflusst deinen Alltag
oder passiert das im Arbeitsplatz? Das kann auch sein Arbeit sein. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung und sie wirken auch zusammen. Hier handelt es sich um Gespräche und über Gefühle oder ein gefühlsvolles Gespräch oder kommt eine Nachricht und das beeinflusst deinen Gefühlen. Entweder weil dich das begeistert oder macht dich wütend. 4. Mai ist Neumond immer wieder und das heißt, Mond übergeht im Widder und trifft mit die Sonne. Hier, Thema ist Liebe, Partnerschaft, bei Widder Energie oft auch Neuanfang oder Begeisterung oder setzt etwas in Bewegung, wobei Neumond eignet sich nicht dafür. Auch wenn dieser Impuls da ist, etwas in Bewegung setzen in die Liebe, Partnerschaft, bleib zurückhaltend. Neumond sagt Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Die exakte Neumond ist 23.46 Uhr, also kurz vor Mitternacht, das heißt, das wird in den nächsten Tagen noch. 5. Mai übergeht Merkur immer wieder. Aktiviert hier der 7. Lebensbereich und kommt die Widderimpuls dazu, Bewegung oder Neuanfang oder neue Begegnung und Merkur heißt Gesprächen oder eine Nachricht. 6. Mai ist Mond im Stier. Stier vermittelt dir Ruhe, Gelassenheit und Besitz. Auch Werte, dass du wertvoll bist, dass du das spürst, dass du die Ruhe bewahrst, dass du den Tag genießt. Und hier ist die Transformation. Natürlich hier in diesem Lebensbereich kann auch bedeuten, dass du ämtliche Themen hast, zum Beispiel im Finanzamt oder in Versicherung oder Banken. Das gehört auch diesem 8. Lebensbereich. Siebter Mai übergeht Mars in Zwillingen. Und hier, die Mars-Energie bedeutet, du setzt deine Kraft ein in Richtung Spiritualität. Dann brauchst du auch die Glauben dazu. Hier gibt es auch Glaubenssätze. Glaubst an dir selbst, glaubst das, was du machst, was du begonnen hast und auch glaubst an Gott, dass du in den göttlichen Weg bist. Bedeutet auch Reisen, dass du deine Kraft einsetzt für eine Reise oder planst eine Reise. Möglich ist es auch, dass du hier mit einem Mann begegnest, entweder auf eine Reise oder kommt dieser Mann von Ausland und hast du einen Besuch. 8. Mai steht Mond und Mars in Verbindung. Das heißt, Mond übergeht in Zwillinge und trifft mit Mars. Und die beiden wirken zusammen. Entweder handelst du intuitiv, oder hast du eine Begegnung mit einem Mann, spielt aber die Reise Ausland auch eine Rolle und es beeinflusst deinen Gefühlen. Im selben Tag steht Merkur mit Uranus in Verbindung. Merkur-Uranus, hier, das hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft und das ist eine überraschende Nachricht. Uranus bringt Überraschungen, kommt immer plötzlich, unerwartet und sorgt für Veränderungen. Und die Merkur-Energie dazu, eine Nachricht oder Gespräch, hat aber mit Liebe, Partnerschaft was zu tun. 10. Mai übergeht Mond im Krebs und aktiviert bei dir Themen, Krebsthemen, entweder dass du mehr im Hintergrund bist oder möchtest du dich eher zurückziehen.
Krebs hat auch einen Bezug zu Familie, also zu familiären Themen. Und hier im 10. Lebensbereich handelt es sich um Öffentlichkeit. Öffentlichkeit, Ansehen, Anerkennung. Und das wird durch die Mondenergie hier aktiviert. Möglich ist es auch, du sollst es in Öffentlichkeit sein oder etwas veröffentlichen oder einen Vortrag halten oder du sollst dich im Mittelpunkt stellen und dann kommt die Mond- und Krebsenergie dazu, die Unsicherheit und du ziehst dich zurück im Schneckenhaus. Am 11. Mai ist Venus im Widder. Venus ist die Liebesplanet, übergeht hier im Widder und das kann für dich ein Neuanfang sein oder eine rasche Bewegung und das erlebst du hier in die Liebe-Partnerschaft. 12. Mai ist Halbmond. Halbmond ist immer Spannung. Und dieser Halbmond ist exakt in 2:12. Es fehlt in diesem Tag die Erde-Element, fehlt die Sicherheit, fehlt die Stabilität. Und das erlebst du hier im Krebs. Du bist unsicher, du traust das nicht zu, was du vorhast. 13. Mai übergeht Mond im Löwe. Dann kommt die Löwe-Energie, die Selbstwertgefühl, die Selbstdarstellung, dass du im Glanz kommst, dass du im Mittelpunkt stehst und das im 11. Lebensbereich. Das entspricht deinen Wünschen, das entspricht deinen Hoffnungen. Außerdem, hier hast du Kontakt mit Freunden, Bekannten und du stehst im Mittelpunkt, du bist die Löwe und die Löwe braucht die Publikum, braucht die Anerkennung, braucht die Zuschauer diesen Glanz. Und das brauchst du auch im Freundeskreis. Das zeigt die Löwe hier. Und es ist eine zunehmende Mondphase. Zunehmende Mondphase bedeutet, dass du etwas unternehmen kannst oder starten kannst, was zunehmen soll oder vermehren soll. Aber nicht in den Tagen, wo Halbmond ist, weil das ist immer Unsicherheit, Spannung. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau. Da brauchst du Heilung, Rückzug und Heilung. Am 16. Mai übergeht Sonne im Stier, beginnt ein neues Monatsthema. Das ist die Stierenergie, das heißt die Tage genießen, das Leben genießen, die Ruhe bewahren, etwas verschönern, auch in Umgebung, achten auf die Ästhetik. Außerdem überlegen, was ist für dich wertvoll, das in Besitz zu nehmen, um die Finanzen kümmern, aber nicht festhalten. Stier neigt dazu, etwas festhalten zu wollen oder manchmal kommt auch ein bisschen Eifersucht auch durch, also diesen Gefühlen nicht zulassen. Und Themen sind hier noch auch ämtliche Themen, Erbschaft oder alles, was mit Finanzen was zu tun. Entweder Erbschaft oder Termine im Finanzamt, Banken, Versicherungen, Investitionen, Spekulationen. Gehört auch zu diesem Lebensbereich und das passt ganz gut zum Stier. Außerdem hier ist auch Thema Sexualität. Am 17. Mai übergeht Mond im Waage. Du hast Waage-Aszendent, das beeinflusst dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten. Und das ist sehr wichtig und das nimmst du auch sehr emotional wahr. Das kann auch Einflüsse von außen sein oder Veränderungen in dein Aussehen. 17. Mai ist Mond im Waage und 18. Mai ist Vollmond hier im Waage.
Exakt um 22 Uhr und 11 Minuten. In dieser Vollmond beleuchtet die Themen, was deine Persönlichkeit betrifft. Die Sonne ist schon im Stier, das stimmt. Null Vollmond bedeutet, wenn Sonne und Mond gegenüber ist, aber hier diese paar Stunden Verschiebung gibt. Aber das ist diese exakte Vollmondposition, 22 Uhr, 11 Minuten. Also Thema, vage Thema wird beläutet und das bedeutet inneren Gleichgewicht oder etwas im Gleichgewicht bringen oder Gerechtigkeit und Liebe, Partnerschaft. Bei dir kommt noch dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit auch noch dazu. Im selben Tag steht Uranus und Venus in Verbindung und sie wirken zusammen. Und das sind Veränderungen in die Liebe, Partnerschaft und trifft sogar den Lebensbereich Partnerschaft. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Das kann für dich bedeuten Erinnerungen auf deine Jugend und Themen kommen noch dazu, Gesprächen führen im Ämtern oder einen Vertrag unterschreiben, um die Finanzen kümmern, die Finanzen in Ordnung bringen. Im selben Tag übergeht Mond in Skorpion und beginnt die abnehmende Mondphase. Dann kannst du etwas starten, was abnehmen soll. Hier ist die Finanzen, also nicht die Finanzen soll abnehmen, sondern die Gefühle wie Verlustangst oder Schuldgefühl, diesen Gefühlen verabschieden, beeinflusst auf deinen Finanzen. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung, das heißt Mond aktiviert Jupiter. Gewinnchancen, aber Jupiter ist rückläufig, abnehmender Mond. Und das bedeutet, die Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, das loslassen, weil das blockiert, du lernst damit umzugehen. Und wenn du im Vertrauen bist, dann könnte das für dich eine Gewinnchance hier bedeuten. 21. Mai übergeht Mond im Schütze, aktiviert Themen wie Kontakt zu Verwandten, Nachbarn oder Internetmedien, dich zu behaupten, dich zum Durchsetzen und kommt noch die Schütze-Themen dazu, Sport, Bewegung oder die Richtung bestimmen, neu orientieren, etwas lernen, Schulungen. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung und das heißt, bring das in Ordnung, lerne etwas. Das, diese Schulung, dieses Seminar, diese Ausbildung ist für dich wichtig. Das ist dein Wissen, das ist dein praktisches Wissen, das kannst du umsetzen, in Form bringen. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und Pluto sagt, das konzentriere drauf, konzentriere auf den Wesentlichen. 24. Mai ist Merkur im Diamant, im Stier, das ist die Stierenergie und das bedeutet Klarheit, Glanz, etwas klärt sich auf und beschleunigt etwas. Und das sind Themen wie Veränderungen, Erneuerungsprozesse und lernst neue Glaubenssätze haben, dass du dieses Selbstvertrauen bist. Kann auch natürlich ämtliche Themen sein. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock und hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist Spannung. Es fehlt in diesem Tag die Feuerelement, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut, es fehlt die Begeisterung. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Die Themen sind deine Ideen kreativ verwirklichen. 27. Mai steht Mond mit Neptun hier in Verbindung und beide haben ähnliche Essenz. Beide haben mit Träumen, Fantasie, Ideen was zu tun. Die Träume zum Leben,
Träume verwirklichen, etwas visualisieren. Aber das spielerisch, dann kommt die Wassermann-Energie dazu, dann großartige Ideen. Und hier sollst du das verinnerlichen, dass du das verwirklichen kannst. 29. Mai übergeht Mond in Fischen und hat einen Einfluss auf deinen Alltag, auf deine Gesundheit, auf deine berufliche Situation. Und 31. Mai übergeht Mond im Widder. Das kann für dich ein Neuanfang sein und Thema ist wichtig wie Liebe, Partnerschaft. Liebe Anaida, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.